Guten Morgen. Als ich hierher kam, ich war schon öfters hier, aber schon eine Weile nicht mehr, da habe ich gedacht, wie viel Segen hat Gott in diesem Hause schon hineingelegt, in Herzen der Menschen. Und es war mir, als müsste ich die Schuhe von meinen Füßen ausziehen, denn wir sind auf heiligem Boden hier. Ja, so wunderbar, was Gott in diesen Jahrzehnten alles gewirkt hat in diesem Hause Gottes, ist doch wunderbar. Und wir haben das Vorrecht, hier zu sein. Halleluja! Das ist mehr als ein Applaus wert. Halleluja! Welch ein Geschenk, ein Kind des Höchsten zu sein. Halleluja! Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, ihr müsst mich halt wieder mal einladen, komme ich gerne wieder mal. Ich bin nicht so unverschämt und komme ohne Einladung. Aber herzlichen Dank, dass wir euch besuchen dürfen. Darf ich noch kurz auf den Büchertisch hinweisen? Dort gibt es Kleber, die sind gratis. Andenken, dass ihr an uns denkt. Klebt sie irgendwo hin, wo ihr immer hinschaut. Den Kleinen dahin das Brillenglas. Dann hat meine Hedi meine Biografie geschrieben. Mehr als ein Abenteuer. Schon die 5. Auflage. Der ehemalige Kommandant der Schweizer Luftwaffe sagte, ich habe das Buch gelesen, es liest sich fast wie ein Krimi. Ja, eine Biografie, Missionsbiografie zu lesen, die so spannend ist. Andere haben gesagt, muss am Abend nicht anfangen zu lesen, weil du nicht mehr aufhören kannst bis am Morgen. Wer keine Zeit mehr hat zum Lesen, zum Beispiel die Senioren, haben ja keine Zeit mehr. Könnt ihr das als Hörbuch mitnehmen? Und dann hat meine Hedi ihre Biografie geschrieben, die Speerträgerin. Gertrud heißt die Speerträgerin, wie sie das geschafft hat, neben einem Mann mit 5 Kindern und die Hälfte des Jahres unterwegs in der ganzen Welt, hat sie die Helle-Mission mitgetragen. Sie ist eigentlich die Mutter der Helle-Mission, ja. Und das ist ein ganz tolles Buch. Kurzgeschichten, aber so von Herzen geschrieben. Wir lesen selber gerne immer wieder. Ja? Tatsächlich. Erst kürzlich gelesen drin. Dann habe ich noch ein Buch geschrieben, den Todentronnen, immer wieder, die Fortsetzung von Todesschatten. Ich war unzählige Mal in Lebensgefahr. Es ist ein Wunder, dass ich noch am Leben bin. Ein vielfaches Wunder. Und ich habe hier ein paar dieser Erlebnisse aufgezeichnet. Dann haben wir Ihnen noch so eine Informationsbroschüre gegeben. Da drinnen hat es einen Rundbrief, sagen wir dem. Das ist ein Informationsblatt. Da schicken wir alle 3 Monate unseren Beter und Beterinnen. Das sind einfach Berichte von unseren Piloten, was sie so erleben in diesen abgelegenen Gebieten. Wir sind ja dazu berufen, das Evangelium dorthin zu bringen, wo es noch nie hingekommen ist. Und das sind immer interessante Berichte. Auch viele Menschen werden geholfen, kranke Menschen werden gerettet. Man liest das immer sehr gerne. Wir betteln hier nicht für Geld, wir sind ein Glaubenswerk. Wir haben heute 10 Hubschrauber, die sind alle bezahlt. Wir haben keine Schulden, keine Bankkredite und fliegen schon 47 Jahre gratis für die Missionare. Die bezahlen nur den Treibstoff, manchmal nicht einmal das. Alle Krankentransporte machen wir kostenlos. Die meisten Katastropheneinsätze habe ich kostenlos geflogen. Ein Wunder jeden Tag. Wunder. Wir können immer noch uneingeschränkt wirken, weil wir das tun, was dem Herrn so am Herzen liegt. Wir bringen das Evangelium,
der ganzen Welt, den letzten Stämmen. Halleluja. Es ist schön, wenn ihr für die Heli Mission betet, aber es ist was anderes, wenn man informiert betet, wenn man weiß, um was es geht, die Anliegen kennt und dann auch ermutigt wird, wenn man sieht, was Gott tut. Das ermutigt auch zum Gebet. Und es würde mich freuen, wenn wir heute Morgen neue Beter und Beterinnen engagieren könnten. Wer von euch bekommt schon diese Information? Darf ich einmal fragen? Wer betet schon für die Heli Mission? Ja, vielen herzlichen Dank für eure Gebete. Da sehe ich eine ganze Menge von neuen Kandidaten, Kandidatinnen. Also nehmt diese Karte zur Hand, damit es du nicht vergissest, auszufüllen, und kannst dem Hedi keine größere Freude machen, als die Karte zum Büchertisch bringen. Das würde uns mächtig, mächtig freuen. Wir sind auf Gebete ganz angewiesen und erleben Wunder über Wunder. Ja, ich durfte schon tausenden Menschen das Leben retten. Als junger Bube habe ich manchmal den Traum gehabt, ich würde gerne einmal einem Menschen das Leben retten können. War so ein Bubentraum. Hatte keine Ahnung, dass ich einmal tausende Menschen Leben retten werde. Das ist wunderbar. Halleluja. Und das ist Tatsache. Ja, ja. Ja, ihr Lieben, ich habe vielen Grund, dankbar zu sein. Mein Leben war wirklich mehr als ein Abenteuer. Es waren etliche Abenteuer. Ich kann es heute kaum mehr nachvollziehen, dass das alles in meinem Leben geschehen ist. Mit 14,5 Jahren verließ ich das Elternhaus in die französische Schweiz. Ich wollte einfach fort. Ja, aus Garçon d'Office hatte ich eine Stelle bekommen. Ich meinte, das hätte was mit Büro zu tun. Dabei war das Tellerwäscher, Geschirrspüler, Putzbube. Das war der Anfang meiner Karriere. Dann habe ich eine Kellnerlehre gemacht, Kunstmaler gelernt, in der Schweiz, Bern schon, dann Holland, Amerika. Ja, die Kunst war damals mein Lebensinhalt. Aber dann merkte ich mit der Zeit, 1948 bin ich nach Amerika emigriert, habe dort weitergemalt. Und dann spürte ich mit der Zeit, nein, es erfüllt mich doch nicht ganz. Es muss doch mehr sein im Leben. Und dann fing ich an, Gott zu suchen. Ich bin fromm erzogen worden, Methodistenkirche, unsere Eltern hat mich freiwillig konfirmieren lassen in Schottfung, war mit Tränen am Altar. Aber ich hatte Gott noch nicht verstanden. Ich war und blieb ein Sünder, ein frommer Sünder. Aber dann fing ich doch an, Gott zu suchen, ging in verschiedene Kirchen enttäuscht, sagte, ich gehe in keine mehr. Aber Gott hat mich dann doch in eine geführt, in eine große Kirche, Zentrum von Philadelphia. Und dort durfte ich zum ersten Mal auf meinen Knien begreifen, was Jesus für mich getan hat am Kreuz. Unter Tränen habe ich mein Herz und Leben Jesus übergeben. Und als ich aufstand, da war es mir, als würde ich fliegen, schweben. Ich habe die Sündenvergebung so physisch erlebt, tatsächlich. Sogar, ich fühlte mich komisch beim Gehen. Ich war so leicht. Halleluja. Das ist, was Gott tut. Ich ahnte nicht, wie schwer ich an meiner Sündenlast trug, bis sie weggefallen ist. Man gewöhnt sich nämlich daran, an das schlechte Gewissen. Ja, und man vergisst.
Wir hatten einen Onkel in Lugano, den haben wir besucht und dann am Frühstück habe ich ihn gefragt, Onkel, hast du gut geschlafen? Sagt er, na ja, natürlich, warum soll ich nicht gut schlafen? Ich habe doch ein gutes Gewissen. Dann meinte ich, oder ein schlechtes Gedächtnis. Du musst mich immer necken. Aber es ist so. Aber die Seele hat ein gutes Gedächtnis. Sie vergisst nichts. Jede Sünde bringt Belastung und kann sehr, sehr schwer wiegen, Menschen zur Verzweiflung treiben. Aber wunderbar, wenn diese Sündenlast wegfällt, dann werden wir eben von Neuem geboren. Halleluja. Und das durfte ich erleben in Amerika. Und das wollte ich dann weiter sagen, habe dann Theologie studiert. 1955 wurde ich ordiniert als Pastor, kam dann in die Schweiz zurück, habe mich dann in meine liebe Hedi verliebt. Wir heirateten und sind 60 Jahre verheiratet und immer noch verliebt. Halleluja. Ja, ihr Lieben, die Welt sucht nach Glück. Glücksspiele, Glücklottos und weiß ich was alles. Ich will euch sagen, wo wir Glück finden können. Offenbarung 19, Vers 6 an. Und ich hörte etwas wie die Stimme einer großen Volksmenge und wie das Rauschen vieler Wasser. Wow, ist das eine Stimme. Und wie der Schall starker Donner. Die sprachen, Halleluja. Wie ein Donner wird das Halleluja klingen da oben. Wird alles erschüttern. Halleluja. Denn der Herr Gott, der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten. Ihr Lieben, Jesus lehrte uns ein Gebet, das Vaterunser. Das wichtigste Gebet wird über die ganze Welt gebetet. Und wenn ich eine Gebetsliste mache, dann schreibe ich zuerst das Wichtigste. Ist doch klar. Und was steht zu oberst an dieser Gebetsliste, die Jesus uns gegeben hat? Ja, natürlich, unser tägliches Brot gib uns heute. Das ist doch für uns das Wichtigste, dass der Bauch gefüllt ist. Nee. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das Wichtigste im Himmel und auf Erden ist das Reich Gottes. Dein Reich komme, das heißt, dass Jesus wiederkommt. Und er kommt erst, sagt er, wenn dieses Evangelium allen Stämmen verkündigt worden ist. Darum hat er gesagt, geht eilends auf die Straßen und Plätze, eilends. Der ganze Himmel wartet. Halleluja. Damals gab es noch keine Hubschrauber, sonst hätte er gesagt, fliegt eilends. Jetzt wisst ihr, warum wir mit Hubschrauber fliegen in der Heli Mission. Halleluja. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereit gemacht. Und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend, denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Ihr Lieben, im Himmel steht alles bereit. Alles. Hochzeit des Lammes ist der Höhepunkt der ganzen Geschichte der Menschheit und des Himmelreichs. Und du und ich sind eingeladen. Halleluja. Denke mal
Abraham, David, Salomo, alle, die haben nie geträumt von diesem Fest im Himmel. Die hatten keine Ahnung. Aber wir dürfen es wissen. Wir sind die geladenen Gäste zum Hochzeitsmahl des Lammes. Halleluja. Dieses Fest im Himmel, das möchte ich auf keinen Fall verpassen. Ihr Lieben, ja, lesen wir im Thessalonikerbrief, 1. Thessalonikerbrief, Kapitel 4. Ja, der Herr selbst wird, wenn der Befehler geht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in den Wolken. In den Wolken. Zur Begegnung mit dem Herrn in der Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Ihr Lieben, Jesus wird seine Füße nicht auf diese sündige Erde stellen. Er kommt uns in der Luft entgegen. Halleluja. Und du und ich, wir machen einen Höheflug. Halleluja. Ja, als Pilot interessiert mich das. Wir werden alle fliegen. Keine Flugangst. In den Wolken werden wir ihm begegnen. Halleluja. Er kommt uns entgegen. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Aber als erfahrener Pilot muss ich schon sagen, für jeden Höheflug braucht es auch eine Flugvorbereitung. Das ist ganz wichtig. Die Maschine muss sauber sein. Ja. Es heißt da in Offenbarung, und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden. Es wurde ihr gegeben, das ist Gnade, aber sie muss sich selbst kleiden. Sich zu kleiden. Glänzend rein. Ihr Lieben, Hebräerbrief 12, trachtet nach dem Frieden mit jedermann und nach der Heiligung, ohne welche niemand Gott schauen wird, auch du und ich nicht. Ohne Heiligung? Nein, keine Flecken an meinem Kleid. Und jede Sünde der Welt befleckt mein Kleid. Gott sei Dank, es braucht keine chemische Reinigung. Das Blut Jesu reinigt uns von allen Sünden. Aber das ist wichtig, dass mein Leben heilig ist. Und Frieden mit jedermann. Hast du Frieden mit deiner Frau? Ich hab's mit Teddy, ja. Halleluja. Mit deinem Nachbarn, Arbeitskolleg. Jaget sogar nach dem Frieden mit jedermann. Ihr Lieben, es gibt auch im Reich Gottes viel Streit. Ich habe viel Streit erlebt. Tragisch. Tragisch. Ja. Ohne welche niemand Gott schauen wird. Mit Streit? Nein. Nein. Friede mit jedermann. Ich fordere dich auf heute Morgen, geh den ersten Schritt. Jesus sagt, wenn dir einer auf den Backen schlägt, gib ihm die andere Seite auch. Ja, wir sollen uns lieber unrecht behandeln lassen. Das ist Fundament für Frieden. Ihr Lieben, das ist Flugvorbereitung. Es ist plötzlich so still geworden heute Morgen.
Seid ihr noch da? Oder? Michel, duck dich, der Pfarrer stichelt. Ja, wir wollen doch bereit sein auf den Flug. Halleluja! Das wurde ihr gegeben. Ja, das ist so wichtig. Und dann habe ich erfahren als Hubschrauberpilot, es ist immer wichtig, dass man voll getankt startet. Hat mir einmal fast das Leben gekostet in Äthiopien, weil wir zu wenig Sprit hatten. Kann es in meinem Buch nachlesen, aber nicht am Abend anfangen. Ist zu spannend. Wurde überfallen. Grenze von Somalia, bewaffnete Banditen, Gewehre unter ihren Röcken hervorgezogen. Wir auf die Brust. Ihr Lieben, dass ich lebe, ein Wunder. Ja, ihr Lieben. Weil ich zu wenig Treibstoff getankt hatte, war mir ein Denkzettel. Das war mein Kollege eigentlich, der zu wenig getankt hatte. Aber ich war verantwortlich als Pilot. Ja, ja. Ihr Lieben, das ist eine unbedingte Bedingung, wenn wir dabei sein wollen, dem Herrn in der Luft zu begegnen, brauchen wir genügend Treibstoff. Epheser Kapitel 5, Vers 14 an. Darum heißt es, wache auf, der du schläfst. Erweckung brauchen wir. Die kommt nicht einfach vom Himmel gefallen. Wir müssen erwachen, aufwachen. Und steh auf aus den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, eben Frieden. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Was würde der Paulus heute sagen, wenn er das damals schon feststellen musste? Darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Möchtest du den Willen des Herrn wissen heute Morgen? Wie viele wollen das wissen unbedingt? Lass mal eure Hände sehen. Ah, sind noch ein paar. Aha. Ja, ja. Es geht uns alle an. Was ist nun der Wille des Herrn für diese Zeit, diese bösen Tage? Berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. V-O-L-L. Wenn du einen Kaffee bestellst im Restaurant und du kriegst nur eine halbe Tasse, du weißt schon, was voll heißt. Er will seinen Geist überfließen lassen. Ströme des Lebens sollen aus uns fließen, sagt der Herr. Voll Geistes. Ja, für diesen Höheflug brauchst du voll Geistes zu sein. Halleluja. Und ich hoffe, das ist bei uns allen der Fall. Ja, wenn wir voll sind, dann muss es überfließen. Wir sind erst voll, wenn es rauskommt. Halleluja. Sind wir einverstanden? Schon ein bisschen, hä? Halleluja. Oh, preis dem Herrn. Ja, voll Geistes. Das ist ganz wichtig. Habe ich auch erlebt. Ah, der Herr hat mich so erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ich war wie betrunken. Halleluja. Ja, das ist herrlich. Und ihr Lieben, das ist für uns so wichtig. Jesus sagte, ihr werdet Kraft empfangen. Apostelgeschichte 1,8. Nachdem der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Nicht in euch. Er kommt in uns bei der Wiedergeburt. Aber auf uns, das ist die Salbung, die Kraft des Heiligen Geistes. Ihr werdet Kraft empfangen, nachdem der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Wozu? Um meine Zeugen zu sein. Das heißt, dass mein Wesen ein Licht, ein Zeugnis wird.
ein Salz für den Herrn. Ich war zur Kontrolle wegen meinen Augen beim Augenarzt, saß auf dem Stuhl, wartete auf den Arzt, die ganze Apparatur vor meiner Nase, halbdunklen Raum. Die Arztgehilfin stand ein paar Meter nebendran und wartete auch. Und plötzlich sagte die Arztgehilfin: Herr Tanner, Sie haben eine starke Ausstrahlung. Halleluja! Ja. Im dunklen Ärztezimmer mit der ganzen Klamotte vor der Nase. Ich habe bestimmt mir nicht Mühe gegeben, ein frommes Gesicht zu machen. Dann habe ich gesagt, ja, ja, das ist Jesus, der Heilige Geist. Da sagte sie, oh ja, 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 ja. Halleluja. Um eine Zeugin zu sein. Ihr Lieben, Simson geht in die Geschichte als der Held des Alten Testamentes. Aber er war schwach wie jeder andere Mann, heißt es. Jedes Mal, wenn er eine Tat vollbrachte, heißt es, und der Geist des Herrn kam auf Simson. Halleluja. Und derselbe Geist kommt auf dich und mich. Ihr werdet Kraft empfangen, nachdem der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Wir haben auch Riesen zu bekämpfen heute. Ja. Wir brauchen die Salbung. Wir haben es mit Fürstentümern und Mächten zu tun. Da brauchen wir die Kraft, um bereit zu sein, Überwinder zu werden. Ist heute schwerer denn je. Hab nicht lieb die Welt, sagt die Schrift. Ja, wo ist die Welt heute? Da draußen? Nein, in meiner Tasche. Mit meinem iPhone, Smartphone. Ist die ganze Welt drinnen. Stimmt's oder habe ich recht? Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, und wie ist das heute? Bei jeder Minute. Im Bus, im Zug, an der Haltestelle. Man spricht nicht mehr miteinander. Nee, ist viel zu interessant. Wie, was hast du? Entschuldigung, ja. Ja, ihr Lieben, da ist die ganze Welt drinnen. Wir brauchen die Kraft zum Überwinden, um den richtigen Knopf zu drücken und den richtigen zu lassen, ihr Lieben. Wie viel verführt der Teufel heute auch Gottes Kinder. Wir leben in bösen Zeiten. Der Apostel Paulus würde sagen, extrem böse Zeiten heute. Darum brauchen wir die Kraft. Und sie ist da. Halleluja. Amen. Halleluja. Und zum Schluss noch etwas noch Wichtigeres. Ja, es gibt noch etwas Wichtigeres. Ja, ich muss noch etwas sagen zu diesem Thema. Jesus sagte, das Reich Gottes gleicht 10 Jungfrauen. Das Reich Gottes. 5 klug. 5 töricht. Ja. Das heißt, 50% des Reiches Gottes wird nicht dabei sein. Furchtbar. Wenn wir in Urlaub gehen, eine Reise machen, dann planen wir doch wirklich vorsichtig alles. Flugbillett, Pass und alles, muss alles. Ja. Aber diese wichtigste Reise, ja, ja. Ich bin bekehrt, ich werde, wenn Jesus kommt, Halleluja, dann gehe ich in den Himmel. Ja, 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 ja. Du wirst was erleben. Die Hälfte, sagt Jesus, ist nicht bereit. Und warum? Sie haben kein Öl in ihren Gefäßen. Sie haben alle Lampen, aber sie sind am Löschen. Das heißt, sind alles Gottes Kinder. Und gehen alle aus, dem Herrn zu begegnen, sagt er. Ja, aber kein Öl im Gefäß. Was sind denn das für Gefäße, von denen Jesus spricht? Ist doch klar, mein Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes. Wir tragen diesen kostbaren Schatz in irdenen Gefäßen.
Die Bibel spricht immer von unserem Leib als Gefäß. Und dieses Gefäß muss voll Geistes sein. V-O-L-L. Voll. Und ich hoffe, wenn Jesus durch die Reihen schaut, dass er nur volle Gefäße sieht heute Morgen. Denn die Törichten haben das nicht so ernst genommen. Und dann kam der Bräutigam. Und überraschend heißt es, entstand ein Halleluja. Seid ihr alle wach? Ein Geschrei. Warum ein Geschrei? Der Bräutigam kommt. Warum schreien? Ja, werden alle erschrecken. Meine Lampe, jetzt plötzlich ist es wichtig. Oh, Martha, gib mir von deinem Öl. Meine Lampe ist am Erlöschen. Nein, reicht nicht, Maria. Reicht nicht für zwei. Geh, besorg dich selber. Sarah, hast du mir ein bisschen Öl, bitte? Nein. Nein, reicht nicht für zwei. Geh, hol dir selber. Kauf dir welches. Ja, es kostet einen Preis, den Herrn zu suchen. Und während sie gingen, kam der Bräutigam. Dieses Timing ist so schockierend. Ja. Während sie gingen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen zur Hochzeit. Halleluja. Davon habe ich gelesen, Halleluja im Himmel. Ja, die bereit waren, begegnen in der Luft, der Höheflug, die bereit waren. Die bereit waren. Nur die Hälfte. Und dann kommen die dummen Jungfrauen, dumm, töricht heißt auch dumm auf gut Deutsch. Jetzt habe ich Öl, jetzt habe ich Öl, wunderbar, Halleluja. Was? Die Tür ist zu? Hallo, 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 wir gehören auch zu den Jungfrauen. Tür verschlossen, kann nicht sein, hallo, furchtbar, hallo, hallo. Mach doch auf, bitte, bitte. Das muss schrecklich sein. Jesus antwortet, weichet von mir, ich kenne euch nicht. Genau übersetzt müsste es heißen, ich habe euch schon lange nicht mehr gesehen. Oida ist das Wort, das Jesus braucht. Habe euch schon lange nicht mehr gesehen. Ihr wart zu beschäftigt, hattet Wichtigeres zu tun. Ja, ihr Lieben, das ist gefährlich, wenn das Reich Gottes mir nicht das Wichtigste ist, wenn Jesus für mich nicht das Wichtigste ist. Habe euch schon lange nicht mehr gesehen. Wann hast du das letzte Mal Zeit genommen, den Herrn zu suchen, von ganzem Herzen? Suchet mich, so werdet ihr leben. 42 Mal steht in der Bibel, suchet den Herrn. Ja, hast du noch Zeit? Für was nimmst du deine Zeit? Suchet den Herrn. Ihr Lieben, ich habe dich schon lange nicht mehr gesehen. Wie lange hast du gestern, heute gebetet? Wie viel Zeit hast du dir genommen, den Herrn zu suchen? Ihr Lieben, 50%, sagt Jesus, werden nicht dabei sein. Das ist furchtbar. Ich möchte einfach, dass wir heute Morgen bewusst werden, wie ungeheuer wichtig es ist, dass ich bereit bin, wenn Jesus kommt. Amen. 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 Jesus kommt bald. Das habe ich schon vor 50, 60 Jahren gesagt. Heute sage ich, Jesus kommt noch bälder. Ja. Er sagt, darum wachet, denn ihr wisst nicht, zu welcher Stunde der Herr kommt. Ja. Und jetzt komme ich noch zum Schlusspunkt. Das Allerwichtigste ist, dass du von Neuem geboren bist. Das ist das Fundament des ganzen geistlichen Lebens.
Jesus sagte, es sei denn, ein Mensch sei von Neuem geboren, so kann er das Himmelreich nicht sehen. Der Nikodemus war ein frommer Pharisäer. Er suchte Gott, er kam zu Jesus, in der Nacht versteckt. Aber er wollte wissen, er spürte an Jesus das Leben. Jesus wusste genau, was in seinem Herzen lag, hat gar nicht mit ihm diskutiert, hat gleich gesagt, es sei denn, ein Mensch sei von Neuem geboren. Sagt er, ja, wie ist das möglich, wenn ein Mensch alt ist? Er war ein Senior, wie ich. Die Senioren haben sowieso ein Problem mit der Wiedergeburt. Wenn man das lange Leben lang immer dachte, man ist schon fromm. Ja, aber ihr Lieben, Jesus sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Halleluja. Ja, ich hoffe, ihr seid alle von Neuem geboren. Ja, ich hoffe sehr. Geboren durch den Geist. Und es heißt, sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Römer 8. Hast du diese Überzeugung, diese Gewissheit, Heilsgewissheit? Schon der Hiob sagte, ich weiß, dass ein Erlöser lebt. Entschuldigung, habe ich einen Fehler gemacht? Ja, das kann auch mal vorkommen. Sei doch nicht so pingelig, da nur wegen dem Buchstaben M. Gerade der Buchstabe M. Ein weiter Unterschied zwischen einem Erlöser und meinem Erlöser. Halleluja. Kannst du sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt? Halleluja. Darf ich mal die Hände sehen? Wie viele von euch? Winkt einmal. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Halleluja. Wunderbar, da freut sich der Himmel. Halleluja. Und für diejenigen, die die Hände nicht hochhalten konnten, möchte ich ein Kompliment sprechen. Du bist ein ehrlicher Mensch. Und dann habe ich noch eine gute Nachricht. Es ist mehr Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, als über 99, die der Buße nicht bedürfen. Das ist doch wunderbar. Nein, Jesus kommt nicht mit der Peitsche hinter dir her. Er kommt mit ausgestreckten Armen. Halleluja. Und er sagt, es ist mehr Freude im ganzen Himmel, wenn ein Mensch Buße tut und zu ihm kommt. Ist doch wunderbar. Das ist unser Gott. Es gibt keinen Gott wie unserer. Unser Gott ist ein Gott der Liebe. Halleluja. Ein Vater im Himmel steht mit offenen Armen, um dich willkommen zu heißen und dich zu umarmen. Wenn du noch nicht von Neuem geboren bist, heute Morgen, hast du die Chance, den ganzen Himmel in Freude zu versetzen. Amen. Du darfst erleben, was ich damals erlebt habe. Und darum habe ich so viel erlebt, weil ich das Leben Jesu bekommen habe, das ewige Leben. Halleluja. Jetzt bin ich fast am Ende meiner Predigt. Nein, nein, noch nicht ganz. Es wäre unvernünftig, euch ohne die Gelegenheit zu geben, auf diese Einladung einzugehen. Heute Morgen ist Jesus da, spürbar, gegenwärtig, mit ausgestreckten Armen. Und er möchte dich umarmen und sagen, ich habe schon so lange auf dich gewartet. Ja, und habe für dich gebetet. Das sagt er auch. Ihr Lieben, heute Morgen in der Gegenwart unseres heiligen Gottes ist die Möglichkeit, dieses ewige Leben geschenkt zu bekommen.
Und du brauchst dich nicht anzustrengen. Keinen. Du brauchst nur zuerst einmal erkennen, dass auch du ein Sünder bist. Wir sind allzumal Sünder und Mangel des Lumes, der bei Gott gilt. Römerbrief. Zuerst einmal das erkennen und ich hoffe, du bist aufrichtig genug, das zu erkennen. Und dann ist es noch wichtig, das zu bekennen. Ein Vers dazu finde ich so wichtig, immer wieder. Im Römerbrief, Kapitel 10. Da heißt es, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Ja, gerettet musst du werden. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, das ist einmal Nummer eins, eben als Sünder gerecht zu werden. Und mit dem Munde bekennt man, um gerettet zu werden. Mit dem Munde bekennt man, du musst es aussprechen. Das ist wichtig. Was ist denn das Wichtigste bei einer Trauung? Das Traukleid? Brautkleid? Das Ja-Wort. Dazu braucht es Trauzeugen. Jesus wartet auf dein Ja-Wort. Aussprechen. Ja, Jesus, ich komme zu dir als ein Sünder. Und ich übergebe dir mein Herz und Leben. Mehr braucht es nicht. Aber das von Herzen. Und das ist so wichtig. Und wenn du das tust, bist du von Neuem geboren. Und ihr Lieben, Gott führt ein Geburtenregister. Ja, früher konnte ich mir das nicht vorstellen. Aber heute im digitalen Zeitalter sehe ich das kein Problem. Ja. Und ich sah einen großen weißen Thron, Offenbarung 20. Und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel. Und es wurde kein Platz für sie gefunden, diese Macht. Halleluja. Und ich sah die Toten, die Kleinen und Großen, vor Gott stehen. Und es wurden Bücher geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben, gefunden wurde, wurde er in den Feuersee geworfen. Im Buch des Lebens eingeschrieben. Ja, wenn du von Neuem geboren wirst, schreib Gott deinen Namen auf in seinem Buch. Halleluja! Mein Name steht dort, Ernst Tanner. Halleluja! Ja, steht dein Name dort? In dem Geburtenregister. Wenn nicht, heute Morgen kann er eingetragen werden. Halleluja! Ist das nicht wunderbar? Ach, Gott ist so wunderbar. Halleluja! Ich spüre seine Liebe und Gegenwart. Wollen wir unsere Häupter neigen und ihn anbeten für seine unermesslich große Liebe und Güte und Barmherzigkeit. Und heute Morgen ist ein Moment, Gelegenheit gegeben, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Möchtest du heute Morgen dein Leben Jesus übergeben, dann hast du die Möglichkeit, das ihm zu bezeugen. Ja, währenddem wir alle beten, möchte ich dich fragen, möchtest du heute Morgen dein Herz Jesus schenken, dann erhebe deine Hand, lass es mich sehen. Wir wollen beten für alle, die heute Morgen ihr Herz Jesus schenken möchten.
dann erhebe deine Hand. Gott segne sie, Gott segne sie. Jawohl, Gott segne sie. Gott segne sie. Wunderbar. Oh, das ist schön. Ja, das sind etliche. Gott segne sie. Ja. Gott segne sie da hinten. Ja, wunderbar. Ach, es sind so viele. Am liebsten machen wir es doch so. Ich möchte mit euch beten. Seid doch so lieb und kommt zu mir nach vorne hier. Ja, gleich jetzt. Steht einfach auf, da wo ihr seid, und kommt nach vorne. Ich komme herunter und möchte mit euch beten. Jetzt dürft ihr einfach kommen. Wir bleiben im Gebet, wir schauen nicht umher. Braucht sich niemand schämen. Kommt einfach hier nach vorne. Ja?